Was schauen wir uns denn erstmal an, Frank? Ich habe gehört, der Hugo hat ein neues Video. Der Hugo? Memo ist sus. Okay, vor 4 Stunden. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Danny meinte, er fühlt sich nicht so wohl zu Hause gerade und deswegen ist er hier. Ich denke, er wird auch wahrscheinlich 1-2 Tage hier bleiben. Also länger als 1-2 Tage halt. Also er wird ein paar Tage hier bleiben wahrscheinlich. Danny einfach deutsche Ellen Harper. Den wirst du nie wieder los, Kevin. Beim Boxen würde ich Sascha auseinandernehmen. Aber Sascha kann mich natürlich gerne mal bei anderen Aktivitäten. Was? Oha! Sascha Reiner! Wenn du Monte deinen halben Monatslohn spendest. Spiel mal mit Zech, dann bekommst du Bot-Lobbys, scheiß auf VPN. Oh Bruder, Big Mac, das halte ich von deiner Meinung. Mittags spielt besser als abends, meiner Meinung nach. Bilal, dich hat aber niemand nach deiner Meinung gefragt. Das ist gut, Digga. Dachte, wir sind so, fragt Bilal. Ja, denken wir ja noch nie so deine Stärke. Du Hurensohn. Was bist du für ein dummer Hurensohn? Auf was für eine Antwort hoffst du, wenn du mich fragst, wie meine Meinung zu Tierquälern ist? Das würde dann so aussehen. Hoppala. Carsten sichert sich VIP-Ticket für die Hölle. Weil ich keine mehr habe in den vergangenen 6 Jahren. Keine Fronts gegen Tanzverbot-Chat, aber habt ihr das mitbekommen? Das mit Tanzverbot und Fräulein Freitag? Hast du das mitbekommen? Mhm. Den Kurz habe ich gesehen, also den Originalclip davon. 10 Alleinunterhalter-Memo? Ich geh kurz pissen. Beste Alleinunterhalter. Soll ich auch mal Fragen stellen und nicht nur immer eben Emojis reinmachen? Max, ich würde sogar schon sagen, dass du mehr Sex hattest im vergangenen Jahr als ich. Steine hacken ist wichtiger als über Sex reden. Weil du eine feste Beziehung hast. Man hat das letzte Mal Sex, Max? Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang ein englisches Wort zu sagen, bekommst du 5 Subs. Schaff ich niemals, Diggi. Ich try sowas gar nicht. Oha, direkte Frage. Also ich habe mich selber noch nie anpissen lassen. Dann musst du mal Probetraining bei Willis Mannschaft machen. Soll ich dir mal sagen, was wir für ein Aufgabenritual damals in der Mannschaft hatten? Hau raus. Wenn Dusche gemeinsam. Dann wurde das Licht ausgemacht. Und dann wurde der Mann angestrahlt. Was? Das ist ja geisteskrank, Willi. Ja. Herzlich willkommen im Team. Das ist was ganz normal. Zum Beispiel, ich rauche noch immer nicht von meinem Motto. Die könnt. Ja. Also, könnte ich auch niemals. Sascha, es reicht jetzt mit diesem scheiß Versteckspiel. Steh endlich dazu. Ich helfe dir jetzt bei deinem Coming Out. Wichtiger Religion, Realtup von Carsten. Was ich richtig eklig finde, egal welche Religion du egal auf Wie oft habe ich einen Porno an, der mir gefällt? Ich habe immer 3 oder 4 Pornos gleichzeitig. 5 Sterne Kochriso. Ey, das wird gut, das wird gut. Fertig. Komm mal wieder. Ja, ich hoffe, die kriegen alle ihre Strafe dafür. Das ist richtig unkorrekt, sowas. Das ist richtig unkorrekt, sowas. Was ein Hund? Was ein Hund? Wer ist das? KuchenTV. Ach, das ist der KuchenTV. Was macht der? Schon mal gehört, aber was macht der? Von dem gibt es wenig. Also, der backt halt hauptsächlich, also KuchenTV kommt ja davon, also der backt halt okay. Sehr, sehr viel, macht so
Konditoreisachen. Plätzchen ist er auch sehr Hallo, stark. Hallo Marcel! Und ist eigentlich dafür bekannt, dass er immer Vanille verwendet. So, das ist so sein Signature. Egal was der macht, er macht immer Vanille rein. Liebt der Vanille oder? Ja, er liebt. Ah, okay. Zum Beispiel, egal, wenn er ein Getränk macht, macht er Vanille rein. Es ist extremst sauber, finde ich. Also ich. Verpisst euch! Piss dich! Es ist. Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Mats Hummels. Wir werden jetzt gleich gemeinsam den Rücken mobilisieren. Mit Danke. Jude Bellingham. Welche Stretching-Routine? Yo, hallo, ich grüße euch. Eine Sache, die mir besonders gut am Laufen schon immer gefallen hat, ich kann meinen Kopf genau nutzen. Ich kann meinen Kopf gebrauchen. Das heißt, ich kann über vieles nachdenken. Ein paar Sekunden später. Kurz stehen bleiben und drüber nachdenken. Wenn ich laufe, kann ich mir meinen Kopf nicht richtig klar zusammensetzen. Wie Max sich auf den Kampf vorbereitet. Und wie Mickey sich drauf vorbereitet. 125 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, zartbitter Schokoraspel. So eine richtig schöne Bauernstochter, so eine richtige Schweizer Dirndl. Bruder, mit so richtig geilen blonden Haaren und so richtig dicke Milchtüten. Ich will Schweizer Mädchen. Wuh. Auf in die Schweiz mit Memo. Wenn wir heute schöne Frauen sehen, dann behalten wir das für uns. Ich will nämlich nicht von dem Sonderurlaub nochmal in den Urlaub. Oh, guck mal da rechts. Dann können wir so Maschallah, aber nicht so, ne, wie in den alten Zeiten, Digga. Das machen wir nicht. Nur im Dunkeln ist die weiblinge Kamera. Nur, Memo, wir wollen nirgendwo gucken. Ich guck mal nicht. Von dem Termin eingetragen, wo wir den Test gemacht haben. Stell mal die Kamera rein. Memo, reißen Sie sich zusammen. Memo, jetzt zusammenreißen, ne? Bitte? Wir können später nochmal drüber diskutieren. Ach, Digga. Du spinnst. Fazit: Memo war ein bisschen sass, aber Monte hat sich so gut er kann zusammengerissen, also kann Twitch spannen. Ja, Bruder, ich hab was im Hals gehabt wieder, Mann. Stark, ja. Und dann mach die Robbe.